Ich, dieses Bündel aus Reflexen und einem gut erzogenen Willen. Ich, ernährt vom Abfall aus Geschichte, Abfällen von Trieb und Instinkt. Ich mit einem Fuß in der Wildnis und dem anderen auf der Hauptstraße der ewigen Zivilisation. Ich, undurchdringlich, aus allen Materialien gemischt, verfilzt, unlöslich. Die Angaben zur Person sind immer das, was mit der Person am wenigsten zu tun hat. Statt Biografie, Beschreibung eines geistigen Prozesses. Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze. Ich glaube, dass das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Die Jugendjahre sind, ohne dass ein Schriftsteller es anfangs weiß, sein wirkliches Kapital. Nur, dass man erst in späteren Jahren überhaupt zu begreifen anfängt, was man mit dem ersten Blick gesehen hat, den man vielleicht niemals oder nur manchmal wieder geschenkt bekommt. Der erste Blick und der erste Schmerz. Es hat einen bestimmten Moment gegeben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, dass mit diesem Tag meine Erinnerung anfängt. Durch einen zu frühen Schmerz, wie ich ihn in dieser Stärke vielleicht später überhaupt nie mehr hatte. Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung, der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort und kam voller Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze zwischen Ost und West. Später ist vieles so gekommen, wie man es kaum zu wünschen wagt. Universitätsstudium, Reisen, Mitarbeit an Zeitschriften und die ständige Arbeit im Rundfunk. Im Wiener Café Raimund trifft die junge Dichterin aus der österreichischen Provinz auf Gleichgesinnte. Einige hatten Worte zur Verfügung, die sie wie Leuchtkäfer in die anbrechende Nacht schickten und über die Grenzen. Auch ihre Worte, ihre Gedichte gelangen über die Grenzen. Die Gruppe 47 lädt die 26-Jährige zu einer Lesung ein. Ihr lakonischer Bericht. Nie waren Leute wunderlicher als diese Gruppe 47, die sich am nächsten Tag reihenweise, aber nicht sehr ordentlich in einen Saal setzte. Der deutsche Schriftsteller setzte sich auf einen Stuhl vorne und einer begann zu lesen. Da trat endlich Ruhe ein. Am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor. Vor Aufregung am Ersticken. Ein freundlicher Schriftsteller las sie nochmals laut und deutlich vor. Für mich sind ihre Gedichte gänzlich an ihre eigene Stimme gebunden. Auch wenn ich heute diese Gedichte lese, dann hängen sie ab von der Stimme von Ingeborg Bachmann. Denn sie hatte gleichzeitig eine hohe Stimme und eine tiefe Stimme. Aber diese hohe Stimme und diese tiefe Stimme vereinten sich nie zu einer Mittellage. Die gestundete Zeit. Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Ingeborg Bachmann lebt schon in Italien, als ihr erster Gedichtband Die gestundete Zeit erscheint.
Angesichts des unaussprechlichen Kollektivverbrechens im Faschismus gilt es, eine neue Sprache zu finden. Ihre Lyrik trifft den Nerv der Nachkriegsgeneration, die enttäuscht ist von ihren Vätern. Keinem deutschen Autor wird in den 50er Jahren so viel Aufmerksamkeit zuteil wie Ingeborg Bachmann. Die Kritiker feiern den neuen Stern am Poetenhimmel. Ihre Themen, das sind Tod, Mord, Angst, Liebe, die Beziehungslosigkeit und das nur scheinbare Verständnis füreinander. Ingeborg Bachmann war eine Zweiflerin an der Wahrheit, an der Sprache, am Menschen. Diese Person mit ihren vielen Allüren, ihrer ungeheuren, grandiosen Kokettheit, ihrem Versuch, die Weiblichkeit als einen Machtanspruch voll auf die Welt auszuspielen, diese Person hatte Humor. Das ist bei ihrem auch wieder absoluten Ernst etwas Erstaunliches. Sie konnte glühend erzählen, sie hat einen Callas-Auftritt in Mailand erlebt, von dieser Frau, von ihrer Bühnenpräsenz, aber ich habe dann später gemerkt, es ging nicht um Gesang, es ging nicht um Kunst, es ging um dieses Leben als Schauspieler. Es war eine Frau, die mit ihrer Kunst das ganze Leben beglänzen konnte, die ihr Innerstes nach außen warf, die ihr ganzes Leben zu einer Kunstfigur machte. Ein Divendasein. Und ich glaube, im Innersten schwebte der Ingeborg vor, auch eine solche Diva der Dichtkunst zu sein, eine Duse, eine Callas der Dichtkunst. Erklär mir, Liebe. Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind. Dein unbedeckter Kopf hat's Wolken angetan. Dein Herz hat anderswo zu tun. Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein. Das Zittergras im Land nimmt überhand. Sternblumen bläst der Sommer an und aus. Von Flocken blind erhebst du dein Gesicht. Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund. Was soll dir noch geschehen? Erklär mir, Liebe. Wir haben jahrelang zusammengelebt und hatten eine sehr schöne Zeit, die ich niemals vergessen werde, die schönste Zeit meines Lebens vielleicht. Sie schrieb damals Gedichte. Jeden Tag arbeitete sie an ihren Gedichten. Ich komponierte. Und wir lebten ein wunderbares, schönes, reines Leben. Dann ist die Zeit weitergegangen und sie hat eines Tages in Paris einen anderen Mann kennengelernt und hat mich verlassen. Für etwas sehr viel Konkreteres und Anstrengenderes als mich, Max Frisch. Was uns zusammengeführt hat, war meine Bewunderung für ihr Werk, also das Werk ihres Anfangs, nämlich die gestundete Zeit, die Anrufung des großen Bären. Dann haben wir 4 Jahre zusammen gelebt, zuerst in Zürich, dann in Rom. In dieser Zeit sind erschienen die Erzählungen das 30. Jahr. Also 4 Jahre, und das ist natürlich keine Episode, das ist nicht eine Anekdote. Über Anekdoten kann man reden, es wird mir sehr schwer fallen, darüber zu reden. Und so einfach, so eine Frage der Distanz. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Distanz zu ihr. Oder eine unendlich große. Rom, Wahlheimat, Exil, Distanz. Zugegeben, dass ich nicht mehr weiß, warum ich hier lebe, denn ich schreibe ja über Wien. Zugegeben, ich habe erlernt, mit den anderen auszukommen. Aber ich gebe auch zu, wenn die Tür zufällt zu dem Zimmer, in dem ich arbeite, dann gibt es keinen Zweifel. Denken ist solitär. Alleinsein ist eine gute Sache. Was ich in Rom sah und hörte, ich sah auf dem Campo Fiori, dass Giordano Bruno noch immer verbrannt wird. Jeden Sonnabend, wenn der Gestank von Fisch, Chlor und verfaultem Obst auf dem Platz verebbt, tragen die Männer den Abfall vor seinen Augen zusammen und zünden den Haufen an. Wieder steigt Rauch auf und die Flammen drehen sich in der Luft. Auf dem Bahnhof Termini sah ich, dass in Rom die Abschiede leichter genommen werden als anderswo. Denn die Fortfahren lassen denen, die bleiben, einen Gepäckschein auf Sehnsucht zurück. Exil.
Ein Toter bin ich, der wandelt, gemeldet, nirgends mehr, unbekannt im Reich des Präfekten, überzählig in den goldenen Städten und im grünenden Land, abgetan lange schon und mit nichts bedacht, nur mit Wind, mit Zeit und mit Klang, der ich unter Menschen nicht leben kann. Ingeborg Bachmann schreibt einen Roman, Erzählungen, Hörspiele, Libretti für Opern, Essays. Aber seit Mitte der 60er Jahre keine Gedichte mehr. Für mich war das ganz und gar klar, dass das früh aufhören wird, dass es ein früher Zustand ist, ein sehr reiner und sehr absoluter Zustand. Und vor diesem berüchtigten 30. Jahr habe ich aufgehört zu schreiben. Und es gibt noch ein paar Nachzügler, einige wenige Gedichte, die ich zufällig für meine besten halte, aber das spielt keine Rolle mehr. Ich werde nie mehr Gedichte schreiben. Wenn sie stolz und demütig sagte, das kann ich nun, Gedichte schreiben, solche Gedichte, das könnte ich weiter stricken wie alle und jede 2-3 Jahre ein Band veröffentlichen, das mache ich nicht. Es kam mir dann eben nur noch dieses Dutzend nach. Und das sind wirklich, glaube ich, hier kann man den kühnen und etwas pathetischen Begriff wagen, notwendige Gedichte. Das heißt, ihr Lebensproblem, und ich spreche jetzt in dieser historischen und unmenschlichen Perspektive, war, wie kann ich als Dichterin, die ich gewesen bin, überleben? Wie kann ich mit meinem Ruhm, obwohl dieses Wichtigste geleistet ist, mit meinem Ruhm überstehen? Es fällt mir nichts mehr ein zu den Menschen, die mich umgeben. Ich vergesse schon die Namen, die Grüße, die Fragen. Schreibt sie nach 9-jährigem Schweigen in ihrem Roman Marlina, der 1972 erscheint. Und wenn man das Ganze überhaupt eine Autobiografie nennen könnte, dann ist es sicher keine in diesem herkömmlichen Sinn, weil ja keine Geschichte erzählt wird, weder von dieser Frau noch von diesem Mann, noch von ihrem Doppelgänger. Wenn man so will, ist es ein geistiger Prozess. Marlina ist der erste Teil des Zyklus Todesarten, der unvollendet bleibt. Ein Roman über den Konflikt zwischen Verstand und Gefühl, Produktivität und Selbstzerstörung, über das Kranksein an dieser Zeit. Was meint man eigentlich damit, die ganze Gesellschaft beschreiben? Die Bewusstseinslage in einer Zeit, das heißt doch nicht, dass man die Sätze nachspricht, diese Gesellschaft spricht, sondern die muss sich anders zeigen. Und sie muss sich radikal anders zeigen, denn sonst wird man nie wissen, was unsere Zeit war. Und die Krankheit, die Folter darin, die Krankheit der Welt und die Krankheit dieser Person ist die Krankheit unserer Zeit für mich. Und wenn man das nicht so sehen kann, dann ist mein Buch verfehlt. Aber wenn es doch darin zu sehen ist, dann vielleicht nicht. Das Feuer, ihre Todesart, zu oft beschworen, um nicht wahr zu werden. Und wenn ich befeuert bin in der Nacht und ich schlage die Funken aus mir, Ingeborg Bachmann stirbt am 17. Oktober 1973 an den Folgen von Verbrennungen. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie ist nicht anwendbar auf mich. Ich bin die vollkommene Vergeudung, ekstatisch und unfähig, einen vernünftigen Gebrauch von der Welt zu machen.